So, herzlich willkommen YouTube. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur 282. Folge von Streamclips Germany. Und die Folge heißt Hallo Kaddi. Die heißt Hallo Kaddi, nicht Hallo Katze. Ja, nee, doch. Ja, heißt sie. So. Und außerdem nehmen wir die Folge heute auf, und zwar an meinem Geburtstag. Und wenn ihr coole Leute seid, dann schreibt ihr hier unter die Kommentare ein paar Glückwünsche. So, ich zähle das nachher und ich weiß ganz genau, wer welche geschrieben hat und wer nicht. Also, wenn ihr mal live dabei sein wollt, dann einfach auf twitch.tv/Michael von Ulrichstein. Ich wünsche euch viel Spaß und wir gehen mal rein in das Ding und schauen mal, was da so geht. Der Steffen. Ich sehe schon. Ach, guck mal hier, die Lilly. Eine neue Folge Streamclips Germany mit einem schlechten One-Liner einzuleiten, ist die Wurzel allen Übels. Aber Ingwer muss es ja tun. Herzlich willkommen. Ingwer muss es ja tun. Okay. Der war da gerade noch nicht. Der stand da gerade noch nicht. Okay. Das ist aber nicht, das ist nicht Oni-chan. Oni-chan hat blaue Haare. Die ist wahrscheinlich gerade auf Toilette oder so. Das ist ihre Freundin. Aber die macht jetzt alles kaputt. Na. Ja. Weil jetzt zeige ich euch das einfach nochmal. Gut. Ach so, nee, doch. Ach, wie das mit dem Wasser funktioniert. Trainierst du MLGs? Eigentlich nein. Warte, bin ich noch im Creative Mode? Oh. Im Creative Mode kann man nicht sterben. Da nimmst du auch keinen Schaden. Das erkennst du aber auch ganz schnell daran, dass hier oben die Herzchen fehlen und die Rüstung. Die Herzchen und die Keulen hier. Daran erkennt ihr sofort den Creative Mode. Also wenn ihr mal bei jemandem zuschaut, und der macht das alles so cool und der stirbt gar nicht und er nimmt gar keinen Schaden. Dann checkt hier einfach mal die Leiste hier oben, ob die Herzchen da sind und die Futterkeulen. Man kann im Kreativ sterben. Ist das so? Wie denn? Aber nicht durch Fallschaden. Du kannst nicht durch Fallschaden sterben. Wie kannst du denn sterben? Ja, wenn du unter Schnee begraben wirst oder unter Lava, glaube ich, ne? Dann kannst du auch im Kreativ sterben. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ja, ich glaube, das geht. Creative Mode? Oh. Ja. 14 Cent. Was? Was? Es gibt eine Himeji-Karte? Hä? Das ist doch jetzt ein Troll. Hä, das ist doch jetzt ein Troll. Nein, die gibt's nicht wirklich, oder? Kann man da Karten selber machen? Gibt es... Hä? Oder ein Add-on? Das geht auch. Ist aber nicht viel wert, ne? Was aus der Welt fallen, geht im End sehr leicht. Sonst geht's noch per Kill-Command. Ach so. Es gibt zum Beispiel einen Pokémon-Mod. Ah, oh, mein Herz! Der Kartenwert so $1.81. Ja. Aber sie schreit, als wäre es eine 5.000-Dollar-Karte. Ja, es ist halt. Also unter den VTubern ist das schon viel. VTuber sind halt nichts wert. Das ist halt das Problem. Hat Clippy da gerade VTuber gedisst? Tiny House Simulator, sowas gibt es? Ich bin hängen geblieben. Also auch, ja. Ich meine eigentlich. In Amerika wird Kokain damals gerne gegen Zahn- oder Halsschmerzen, gegen Nervosität. Ihr wisst ja bestimmt auch, warum Vicky der Wikinger damals immer so gute Ideen hatte. Oh, ich hab's! Aufmerksamkeit. Dead Joke. Weil sobald ich mich wegdrehe,
Und ich rede jetzt mit euch. Ja, weitermachen. Aufmerksamkeit. Weitermachen. Oh, den Schniffler. Nein, du fällst raus. Nein, du fällst runter. Schniffler nicht. Vorsicht. Nein, nicht Schniffler. Nicht da lang. Nicht da lang, Schniffler. Du fällst runter. Komm zurück. Du fällst runter. Sniffer heißt er, nicht Schniffler. Sniffler. Du, komm Klaus, da runter. Klaus, Dieter, Johannes, Heiko, Sohn. Nein! Da, You can't take my sass. You can't take my talking. You can't kiss my ass. And then keep on walking. Was? Kiss mein Ass? Nothing you can take was ever worth keeping. Tom, das wissen nur Minecraft-Spezies. Also du nicht. In 3, 2, 1. Ich bin Lilly und ich bin eine Spinne. Du meine Spinne! Bitte, gern geschehen. Danke, Applaus nehme ich in Form von Likes entgegen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ach so, weil Lisa das jetzt so abgespielt hat, okay. Na, Yumi. Baby, geht's dir gut? Oh, hinlegen. Da bin ich auch froh drum, dass Cosmo das nicht macht, ne? Die bringt hier nicht einfach auf den Tisch. Weil wenn sie wüsste, dass sie so Aufmerksamkeit bekommt, wenn sie einfach hier auf den Tisch springt, dann werd ich hier nur noch Katzenärsche im Gesicht. Es gibt Mods von ganz vielen verschiedenen Themen wie Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, One Piece und auch eins mit Streamern, glaube ich. Bisher geht aber immer nur eins. Ich habe das mit Yu-Gi-Oh! Ausprobiert. Ah, okay. Es gibt für alles einen Simulator. Ja, das stimmt allerdings. Bei Streamern bin ich da auch bei? Bin ich in dem Streamer-Bug? Wenn nicht, warum nicht? Warum bin ich da nicht drin? An der Zeit. Vielleicht ertrinkt ihr. Warte, was? Vielleicht werdet ihr zu schwach. Ihr werdet alle sterben. Na, wie geht's? Bist du da gerade einfach so rausgegangen? Was ist denn... Hey! Seit Sims 1 müsst ihr sterben, wenn hier keine Leiter mehr drin sind. Boah, ist das eklig. Das sind alles Toiletten, ja. Boah, das ist aber auch irgendwie gemütlich. So mit der ganzen Familie essen und gleichzeitig kacken. Das stelle ich mir doch relativ romantisch vor. Und ich die ganze Zeit mich dagegen sträube. So, warte mal. Oh yeah, Daddy. Fester. Oh. Wow, ich habe ein Achievement bekommen. Daddy. Sie hat wirklich... Ich bin selbstständig und das kommt von einem meiner Mods. Okay? Ja. Gut. Also... Ja, stimmt. Erst mal auf einem Lab. Ich sag mal so... Tja. I did it, bro. Yes, you did I it. I swear to God, I did it. Okay, nachdem die Zutat aufgetragen wurde, müssen wir ein weiteres Stück Brot aus dem Brotkasten nehmen und das Sandwich vervollständigen. Wenn du beim ersten Mal nichts gelernt hast und es ist einfach, was soll man dazu sagen? Ich teste virale Suppenrezepte von TikTok, okay. Sassy, jetzt bin ich aber gespannt. Ich wasche meine Gurke nicht mal ab, Alter. Ich steck die einfach so rein. Erstmal schön morgens eine Gurke durch einen Safter ziehen. Und das jetzt gerade mit dem Bild, das ist aber jetzt überhaupt... Also entschuldigen Sie bitte, ne? Aber was ist das denn für ein beschissenes Timing? Also echt mal. So musst du machen, Micha, dann kommst du rein. Was muss ich machen? Wie muss ich machen? Was hast du gerade? Was? Was? Was ist das hier? Warum ist das so? Warum ist da Asche drauf? Ich habe keine Fragen mehr. Jetzt fragt euch vielleicht, hä? Nein, wir fragen uns bei dir schon gar nichts mehr. Wo sind denn die Subs, die vorgelistet werden? Oh nein, ey. Oh nein, bist du dir. Bumblebee, bist du dir sicher? Boah, der muss ja wirklich tolerante Nachbarn haben. Irgendwas mit dem Mikro. Hört man mich noch? Ja, ich denke doch schon. Okay, alles klar. Und dann ist er allein. Ach, vielleicht meint er das mit Mikro.
Engel, ach Leute. Kann doch sein. Das kriegst du nie wieder so sauber. Kann doch sein. Hiya, can I get a hug? Der Limiter so. Moment, Husky, Moment, ich mach zu. Husky-Alarm, ich mach zu. Hallo, Husky-Alarm, ich mach zu. Oh ja, Daddy-Clip. Ach so, ja, aber ich kann ja nur das andere. Ich kann ja nur das andere, Tom. Who's your daddy? Who's your fucking daddy? Komm, wir küssen uns jetzt dafür. Mach die Zunge raus! Lola, nee, ja genau. Raus und so ein bisschen hoch runter. Ja, und jetzt mach, stopp, jetzt mach. Dankeschön, Tenshimuyo. Bisschen girlige, blonde Küss-Action for you. Breaking News. Neue Ergebnisse aus Kalifornien. Wir schalten direkt rüber zu unserem Journalisten vor Ort. Hallo Chrissy, alles Söhne. Jeder hier nur so. Habt ihr noch einen letzten Wunsch? Ja, das Lied aus der Superpferretter-Werbung. You don't have to wait for later. There's a new Eliminator. Call your local weapon trader for the Superpferretter. Stretch. Just cool it in a little bullet. Put it in a magazine. Boom, a bang into your beam. You can call the operator for the super perforator. Immer diese überbezahlten BTS-Fahrer. Alter. Leg dich auf den Boden. Jetzt mach die Robbe! Kadi! Mach die Robbe! Auf den Boden! Mach die Robbe! Robbe! Mach die Robbe! Robbe! Mach die Robbe! Robbe! Oh nein! Kari! Schön langsam! Warum? Oh nein! Bis er aufhört zu zappeln. Zählst du jetzt alle 200 auf? Bratbürsten, Wunderbürsten, Kleiderbürsten. Die sind für Wildlederarten, Lupokleder, Schuhbürste. Damit kann man alle Leder- und Textilarten aufbauen und von Schmutz befreien. Schuhcremebürsten, Schuhschmutzbürsten fürs Profil. Schuhglanzbürsten, Kleiderbürsten. Was machst du jetzt? Packst aber du dass weg? Sie das auf Anhieb alles wusste, ne? Stirndl, was macht die dann? Hä? Was? Aber das war doch eine. Das. Warum haut sie denn von hinten auf die Backform? Das haut doch den Boden raus. Dirndl, bodenlos. Ich sag's dir. Bodenlos. Bodenlos. Aber lieber bodenlos als hodenlos, ne? Muss man ja auch mal. Obwohl, warte mal. War das jetzt ein Diss gegen Frauen? Nein, ich glaube nicht. Kann das alles nicht mehr. Vor Carillo bekommst du immer Angst, je mehr Clips du. Nein, das ist eine ganz liebe. Nein, Carillo ist eine ganz, ganz liebe. Das sieht immer nur so komisch aus. Das ist aber nicht. Das ist eine ganz liebe, glaub mir. Let it go, can't hold it back anymore. Let it go, turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Was war das? Ey! Nein! Einfach wieder reindrücken, das geht. Hä, was ist das denn? Ist das Schaukelfußball? Ist das... Auf die Nüsse, du. Das kann schon wehtun, ja. Ich hab dem in die Eier geschossen. Ja, das kann schon wehtun. Wir haben ich will ja nicht sagen, dass es Terste verdient hätte, ne? Aber manchmal hat Terste das einfach verdient. Das tut mir leid. Terste, das waren jetzt alle ungerechtfertigten Tötungen bei Lockdown-Protokoll, ja?
Vor allem, der, wer sobald er eine Waffe hat und Dissident ist, ne, der killt dich einfach instant. Er labert auch nicht groß rum. Wenn der Dissident ist, bam. Ja, musst du dich töten, sorry. Okay. Spielen wir morgen übrigens wieder ab 16 Uhr, ne? Wenn ihr gerade nicht hingesehen und dachte, das wäre Sonja, die singt. Nee. Okay, jetzt verstehe ich das. Ja, das war Sonjas Schwester. Ja. Vor Milchbaum hätte ich viel mehr Angst. Ja, ja, mal so, ist so. Und wir haben, was habe ich jetzt gerade vergessen? Alzheimer. Oh, aber waren das alles hier? Carina Pusch. Ich sehe Carina und ich sehe Alea. Ich sehe Alea. Kennt ihr Alea schon? Alea von Saltatio Mortis. Ja, Carina. Hier, League of Legends, wie heißt er denn? Merlin? Nee, nicht Merlin. Gandalf? Nee, wie heißt denn der? Mann, wie heißt er denn nochmal? Mir liegt's auf der Zunge. Tolkien! Ja, ich wusste, dass es mit Herr der Ringe zu tun hat. So, danke. Hier, Kalimbas. Und weiß ich jetzt nicht. Und ja, hier. Freud. Der Floyd, der Flo und Paul Star hier. Ja, Flo. Ja. Ich kenne sie hier jetzt nicht. Ich weiß, Lena? Boah, weiß ich gar nicht. Nee, ich kenne, also habe ich nicht auf dem Schirm. Aber ich finde es cool, dass Alea halt so mit in dieser ganzen Gruppe so, dass er da mal so angekommen ist, ne? Das finde ich schon ganz cool. Bis auf zwei kenne ich alle, ja. Ja, bis auf eine kenne ich alle. Achso, ihn weiß ich jetzt auch nicht. Ihn habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Scheiße. Was? Oh. Oh. Und still. Alea ganz unten natürlich. 3, 4, 5, 6. Katja ganz oben. 8, 9, 10. Okay. Carina das Einhorn. Right. Das ist schon cool. Katatsuri. Noch größer, aber. Macht das so ein bisschen wie jetzt Jen? Ja, mit dem Salz, ja. Oh. Was war das denn jetzt? When they turn your dream to shame. Andi! Ich war im Urlaub mit meinem Ex-Freund und ich hatte halt auch zu dem Zeitpunkt Geburtstag, als wir im Urlaub waren. Und ich habe ihm schon erzählt, ich finde das okay, richtig Doktor. Cool, wenn man für mich singen würde oder so zu meinem Geburtstag und dann so ein kleines Törtchen bekommt, so wenn man irgendwie essen ist und so. Dann waren wir. Ja, was war denn eigentlich, was ist eigentlich hier mit meinem Ständchen? Für mich hat noch keiner gesungen, was soll denn das? Ja, verstehe ich nicht, ey. Das finde ich aber schon ein bisschen, weiß ich nicht. Hat das mit den roten und blauen Bechern in den USA eigentlich eine Bedeutung? Weiß das jemand? Hä, das ist Bierpong. Strato, Junge, das ist Bierpong. Kennst du Bierpong nicht? Du musst mit einem Tischtennisball in die Becher des Gegners rein und dann müssen die das trinken. Da ist Bier drin. Andi Kirsch gleich Badehaus, ja. Aber Alex, das reicht, wenn du den Vornamen schreibst, ne? Nicht den anderen. VTuber müssen nur was erzählen und kommen rein, weil Clippy dann horny wird. Wow, Tom. Wow. Wow, Tom. Ja, Bierpong. Gib einfach mal bei Google Bierpong ein, dann siehst du das. Dann da werden dir auch die Regeln erklärt. Die sind relativ einfach. Wir halt essen und plötzlich fangen alle an zu singen, halt Happy Birthday und so. Und dann kam da auch so ein Typ mit so einem kleinen Küchlein und so einer Kerze. Und ich dachte mir so, oh, what? Ist das wirklich für mich? Und das ging einfach an mir vorbei. Es hatte irgendwer anders auch an demselben Tag Geburtstag. Ich dachte mir so, nein, ich war richtig traurig, Leute. Ich war so traurig. Die Sackabots-Hime heute. Wir werden heute alle gemeinsam ganz viel Spaß haben. Wir werden uns mit bisschen weniger Hall im Keller vergnügen. Die Peitsche habe ich ja auch schon dabei. Who's your daddy? Kann ich noch Fläche? Achso, kann ich mich verbrennen lassen hier?
bedeutet. Ich möchte, dass wir uns ganz kurz in einen Kreis aufstellen. Und ich möchte, dass wir uns bewusst sind, dass wir die einzigen Teammates sind, die uns jeweils davor beschützen können, zu sterben durch die Gefährlichkeit eines Geistes. Wir müssen uns vertrauen. Wir müssen uns blind vertrauen. Wir sind quasi eine Geisterjagdfamilie. Kann ich mich auf euch verlassen? Au, au, au! Wir werden alle sterben. Oh nein, R2D2-Chan. Und jetzt einfach mindestens zweimal pro Woche üben. Oh, wow! Oh mein Gott! So, perfekt. Sind wir nämlich im Nahkampf und im Nahkampf sind wir besser als er. Ja. Aha. Oder auch nicht. Nee. Ich krieg's nicht rein, Mensch. Ich weiß nicht, wie das geht. That's what he said. Als Kind fiel mir das irgendwie mehr. Leichter. Ja, ich fühle Doni auch. Ja, Kinder sind auch wesentlich ungebrechlicher und elastischer als Menschen. Das, was ich als Kind irgendwo überall runtergepurzelt und gesprungen bin und meine Gummiknochen konnten mich locker auffangen. Ja, heute stolperst du über einen Legostein oder sowas und hast direkt Oberschenkelhalsbruch. Ist leider so, ne? Ja, Max, ab einem bestimmten Alter ist das vorbei mit den Gummiknochen. Mittlerweile stehe ich aus dem Bett auf und mein Fuß bricht dreimal. Ja, an drei verschiedenen Stellen. Weil dann ist es ja wieder gehopst wie gelutscht. Gedropst wie gelutscht. Nein. Wie ging da was? Dieser Drops. Nein, dieser Drops ist gelutscht. Oder du sagst, das ist ja gehupft wie gesprungen. Aber du sagst nicht, das ist ja gedropst wie gelutscht. Nein, das sagt man nicht. nicht so. Nochmal das Sprichwort. Mit einem Elektroauto zu fahren, weil für mich ist das Fahrgefühl viel angenehmer als ein Auto mit Motor. Aber macht das nicht Sinn? Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Das macht doch Sinn. Honey? Hä, aber warum denn nicht? Ein Elektroauto, das fährt doch mit Elektro so. Warum check ich das nicht? Also, ich finde das... Hä? Ein Elektroauto hat einen Elektromotor. Nee! Ich dachte, das wären Batterien! Also so Riesenakkus oder sowas halt. Also. Kollege, das ist gefährlich. Du bist doch... Merkst du das hier nicht? Nö, er ist ja ein Cyborg. Er ist ein toter Cyborg. Alles klar. Und jetzt nichts wie raus hier. Oh, hat er seinen Haken? Was ist das denn? Unsichtbarer... Das war der unsichtbare Fallschirm. Cooles Spiel. Danke. Ich hab dir jetzt gerade zwei Queens gelegt, tatsächlich. Ja, das dachte ich mir schon. Vorhin waren es keine. Da habe ich eine Chance vertan. Ja. Hab's aber nicht gemacht, weil ich gerade... Du lügst doch! Oh, ich finde das Spiel schon ein bisschen... Erstmal in Sicherheit, Leute. Erstmal in Sicherheit. Junge, du spielst Elden Ring. Hast du gerade was von geil in Sicherheit gesagt? Junge, du spielst Elden Ring. Elden Ring. Wenn du dich da in Sicherheit wiegst, dann bist du eigentlich tot, aber du weißt es nur noch nicht. Oh, eine schwebende. Wie ging das alles? Ja, bleib stehen, ich mach schon, ich bring dich. Was mach ich denn da alles? Wir Chappi. Schleichen uns an. Chappi, was machst du da? Wieso erschießt du dich selber? Meint ihr, man kann warme Sachen einfrieren? Damit die warmen... Jasmin, das hast du jetzt nicht gesagt. Ei, 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 ei.
für später, ne? Wegen warmes Wasser. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, heißes Wasser kann man übrigens auch einfrieren, ne? Das ist eine sehr gute Idee. Das ist ein wirklicher Lifehack, weil wenn du es dann wieder brauchst, nimmst du es aus dem Gefrierfach und hast dann halt wieder heißes Wasser. Ja, ja. Spart man sich das Aufkochen, genau. Merkst du selber, ne? Ja. Ich lag in, keine Ahnung. Da, wo der Emergency-Button ist. Emergency. Der Emergency-Button. Emergency-Button. Emergency. Ich hab sogar einmal war ich kacken und hab danach Dalu die Hände geschüttelt. Ja, warte mal. Wer aus der Community freue mich darauf, wenn sie SCG guckt und dann mitbekommt, dass der Clip dabei war. Und dann diese Person, die das eingeschickt hatte, direkt bannt. Ich sehe das doch. Ich kann das doch sehen, wer das war. Boah, ihr Asozialen. Die denken jetzt, ich hab einfach gekackt und hab Dalu danach die Hände geschüttelt, ohne Hände zu waschen. Das will ich doch niemals tun. Oh, sowas mache ich nur bei Gronkh. Selbst Dalu denkt es, wenn er sieht. Ja. Wie war das mit dem Waschen, Vivi? Das ging um Dalen Dawson. Da. Nee. Ich weiß nicht, wie man hier rauskommt. Wow. Der nimmt Escape nicht. Ja, mach halt mal ein paar vier Fotos von deinen Schuhen. Muss ich Upload drücken? Oh mein Gott, ich hab die Füße geuploadet. Aber jetzt wissen wir, warum das die Füße waren, weil das halt einfach so ein kleines Männchen war. Necronas, danke für dein Follow. Wir müssen trinken, sonst wird es kalt. Shots, die gekühlt worden sind. Okay. Wie dreckig er noch lacht, ey. Ich bin eben schreiend hinter dir hergelaufen und hab gesagt Sushi. Ja, das habe ich sogar mitbekommen. Sie heißt Suki und mag es nicht, Sushi genannt zu werden, ja. Ja, ja, das findet, und ja, ja, das hat, ich war dabei, ich hab den Kill gesehen. Ja, genau der. Ich stand hinter Flauschi und ich glaube, ich war Killer mit, jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, ich war Killer mit Knechti. Ich glaube, Knechti und ich waren Killer. Und ja, und ich stand in der Tür und hab das gesehen und hab noch mitgekriegt, wie Flauschi sagt, ich hab dich aus Versehen Sushi genannt. Und dann holt Suki auf einmal einfach wortlos die Knarre raus und gibt dir erstmal einen Headshot. Der war gut, ey. Hab ich so aus dem Fenster, hab ich so mich so ein bisschen im Zug umgeguckt und so. Und dann saß dann schräg gegenüber von mir eine Mutter-Kind-Familie. Also da war nur die Mom und ein Kind. Dieses Kind hatte ein bisschen Schnupfen. Die Mom war dann der Meinung, den Mund an die Nase anzusetzen, sodass das so überstülpt quasi. Und dann hat die mit voller Schmackofazzi den Schnodder aus der Nase rausgesaugt. Und runtergeschluckt! Ich kann das nicht! Nein! Ich muss kotzen. Nein, das hat die jetzt nicht gesagt! Das hat die jetzt nicht gesagt! Oh, das ist ekelhaft. Eklig. Oh, ist das ekelhaft. Oh, wollen wir es nochmal gucken? Nee, nein, nein, das gucken wir auf keinen Fall nochmal. Ich habe mir gerade SteamCon Conquer 6 Euro, auf einmal bekam ich eine Meldung, ist 14 Inhalte deiner Bibliothek hinzugefügt. Ich finde ich schon geil. Ich wollte 1 und bekam 14. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich die DLCs dazu. Oh, das war jetzt richtig eklig. Wenn es falsch ist, dann ist es nicht richtig. Ach was.
Wow, okay. Ich mache ja dauernd alles falsch. Dann wirst du mal... Sorry, da ist mir gerade eine Fliege in die Nase geflogen. Hä? Das klang eher, als wäre das... Hä? Das klang eher, als wäre da gerade ein Dämon aus ihr gefahren. Dann wirst du mal... Sorry, da ist mir gerade eine Fliege in die Nase geflogen. Bist du dir sicher oder war das ein heimlicher Exorzismus? Vielleicht liest irgendjemand auf der Welt deinen Namen gerade in einer Beschwörungsformel vor oder so und du... Hä? Auch Eisenerz. Oh. Das war, glaube ich, kein Eisenerz. No Snail Zone, als ob das was bringen würde. Ich will Weintrauben. Das ist keine Weintrauben. Sag mal, hast du mal Bio-Unterricht gehabt in deinem Leben? Ich bin Biologist. Ach, das sind Erdbeeren! Okay. Oh, das ging schnell. Was zur Hölle? Okay, das war dumm. LOL! Mir fährt lieber kalte Ärsche als Arschwasser. Ja! Lieber habe ich kalte Ärsche als Arschwasser. Guck mal, wenn dein Arsch kalt ist, hast du eine Ausrede, deinen Arsch an den Körper deines Crushes zu drücken, weil wir wissen ja, dass Kuscheln Wärme gibt. Ne? Chat, wisst ihr, was das ist? Okay. Ein Stuhlkreis. Sonst ist ja auf dem Schiff nicht viel. Da hat er recht. Hier ist nur mein Papagei. Hope? Ja, der ist Hope. Das ist der einzige Papagei, der überlebt hat. Der einzige? Ja. Als warum Tag hat sie das X gemacht? Und das Licht ausgeht. Oh. Ey, der spielt immer so scary Spiele. Nee, Fenstermodus. Wir lassen es so, wie es ist, bevor ich hier was kaputt mache. Oh. Jetzt hat er was kaputt gemacht. Nein, ich hab nicht. Ist es ausgegangen. Wird nerdy. Just den waghalsigen. Do it. Hör mich mal bitte nicht über... Unterbrechen hier, dankeschön. Wird Nerdy diesen waghalsigen Sprung ebenfalls schaffen? Natürlich wird er das... Nein, wird er nicht. Es ist Elden Ring. Ich hab dich nicht mal springen sehen. Warte, was? Was hat er... Ihr seid gestorben. Essenz der Fäule, Verzweiflung. Okay, aber er hat doch... Das hat er doch bekommen gerade. Ich hab dich nicht mal springen sehen. Schön, dass ihr da wart. Ich find's scheiße, dass ich nicht drin war mit dem geilen Musikclip. Wollte ich nochmal anmerken. Wenn ihr dabei sein wollt, das nächste Mal einfach Twitch.tv, Michael von Ulgestein. Und lasst einen Kommentar da, ein Like und gebt dem Ganzen nochmal ein View. Würde mich freuen. Bis denn. Tschüss.